Herzlich willkommen zu Folge 146 meines Fitness Infinity Evolved Expertenmodus Let's Plays. In der letzten Folge haben wir ganz viele Gaia Guardians Mark II erledigt, um mit deren Dices of Fate ganz viele tolle Items zu bekommen. Naja, gut, 6 Stück. Und wir haben natürlich vorher noch einige neue Items gebastelt, um den Gaia Guardian hoffentlich ein wenig leichter zu besiegen. Unter anderem eine Terra Blade und ein One Focus of Shock und ein paar andere witzige Sachen. Und hat sich dann rausgestellt, aber am Ende ist das Ding immer noch das Beste ist, was wir haben können. Yay. Ausgenommen natürlich davon, dass das Ding auch noch ein bisschen hilft. Aber hey, hauptsächlich brauchen wir trotzdem immer noch das hier, um einen Gaia-Guardian zu töten, weil es immer noch am meisten Schaden macht. Aber was ich als allererstes für diese Folge einmal ganz kurz machen möchte, ist euch noch einen Nachtrag zur letzten Folge geben. Und zwar kann man den Ring of Ace hier auch noch uncraften, wie ich gerade selber mal eben erst gemerkt habe, denn ich wusste das selber natürlich nicht. Was, keine Ahnung, warum sollte ich das auch brauchen. Aber beim Thumbnail aufnehmen habe ich das nämlich gemerkt. Ich wollte den einfach mal so hindroppen und... Oh, was ist denn das? Wir bekommen alle drei Ringe wieder separat. Heißt also, wenn ihr gerne einmal wieder den Ring of Ace hier uncraften wollt und wieder alle drei Ringe einzeln haben wollt, weil vielleicht euch die Funktion des Rings of Loki auf den Senkel geht oder ihr den Ring of Thor sowieso nicht benötigt, dann könnt ihr den so einfach uncraften und zum Beispiel nur den Ring of Odin anlegen, nur den Ring of Loki oder nur den Ring of Thor, je nachdem, was für eine Funktionalität ihr haben wollt, oder eben sie wieder alle zusammen craften zu einem Ring of Ace hier und wieder alles gleichzeitig haben und sie wieder auf den Boden droppen und wieder alle einzeln zu haben. Ganz einfache und ganz schnelle Variante, um die Dinger hin und her zu craften. War mir, wie gesagt, nicht bewusst, dass es überhaupt geht. Und das sonst hätte ich ja schon letzte Folge gezeigt. Aber hey, jetzt ist es nochmal so ein Nachtrag. Ansonsten möchte ich diese Folge gerne einige ganz verschieden generelle, einfache Sachen machen, die sich so angesammelt haben. Halt mal die Fresse, Orakel, ich würde gerne selber reden. Einfach nur so ein paar Sachen, die sich angesammelt haben und die ich einfach mal so gerne erledigen möchte. Meine To-Do-Liste ist inzwischen jetzt ziemlich lang, aber auch schon ziemlich viel erledigt. Das Ding machen wir irgendwann in den nächsten Folgen, vielleicht schon nächste Folge, mal gucken. Den ganzen Kram auch. Was ich gerne machen würde, wäre vielleicht das hier. Die Bienen und den ganzen Kram kann ich auch nochmal in Ruhe lassen. Und halt den Großteil von dem ganzen Kram. Außer natürlich der Connect anfangen. Na, das kommt irgendwann nochmal. Aber ja, das sind so ein paar Sachen, die ich auf jeden Fall machen möchte. Alles nur so ein bisschen durchpowern, ein bisschen angucken. Eigentlich nur so, was man so an sinnvollen Sachen noch machen kann, um dann nächste Folge wiederum etwas Effektiveres wieder zu machen. Nämlich einfach mal anzufangen, sich um den Conjuration Kit zu kümmern. Das wird nämlich noch richtig witzig da. Ich habe einen kleinen Trick, glaube ich, mit dem ich das ein bisschen einfacher machen kann. Mal sehen. Aber es wird auf jeden Fall spaßig, denn diese Dimension ist einfach blöd. Gut, aber dann werden wir mal schauen und anfangen mit etwas ganz Einfachem, das hier auf der letzten Seite schon steht. Und zwar möchte ich anfangen, indem ich meinen viel zu kleinen Knapsack mal so langsam austausche durch einen Satchel. Denn Satchels können am Ende wesentlich mehr Speicher haben als ein einfacher Knapsack. Und außerdem kann man sie direkt im Inventar tragen und muss nicht immer in so ein extra Tab gehen. Was ich tatsächlich eigentlich ganz gerne mag, sogar muss ich zugeben. Aber auf die Dauer ist es halt sehr klein. Ihr seht, mein Ding ist schon komplett voll und ich habe noch lange nicht alle Tools, die ich gerne immer dabei haben möchte, dabei. Gerade weil ich die ständig zurückwerfen muss und dann werden sie nicht hier einsortiert und das ist nervig. Also mache ich es mal so, dass ich es kann. Dass ich alle Tools halt mitnehmen kann, ohne dass ich sie wegwerfen muss. Und deswegen machen wir uns jetzt einen schönen Satchel. Der einfachste Satchel ist einfach nur ein Satchel aus einer Expansion. Und ich habe dort Bag geschrieben, weil mir zu dem Zeitpunkt nicht bewusst war, wie man den nennt. Aber ja, ich habe es dann zwischendurch rausgefunden. Der einfachste Satchel hat eine Inventarreihe. Vielleicht nochmal als Zwischenteil. Eine Kiste hat drei Inventarreihen und etwas anderes, das auch noch sehr sinnvoll ist, nämlich eine Strongbox, hat tatsächlich zwei Inventarreihen, wie wir gleich sehen werden, wenn ich sie einmal ganz kurz als Demonstration crafte. Und es gibt technisch gesehen, wenn man mit Double Expansion spielt und nicht mit und anderen Mods jetzt mal nicht beachtet, im Early Game halt einfach drei Methoden, um ein mobiles Inventar zu haben, also ein mobiles erweitertes Inventar natürlich zusätzlich zum eigenen. Nämlich einmal kann man eine Kiste nehmen und eine Dolly nehmen und dann einfach die Kiste in einen Knapsack packen und dann halt durch die Gegend laufen damit. Denn sonst ist es halt extrem nervig, wenn man so langsam ist. Also sonst ist es keine Möglichkeit, wenn man keinen Knapsack hat. Aber hey, dafür kann man aber auch eine Damage Chest nehmen. Eine Damage Chest ist ja schon akzeptabel groß. Hat damit also eine der besten Möglichkeiten, um Sachen mitzunehmen. Nur halt eben den Speedbuff als Nachteil. Die zweite Variante sind Strongboxen. Die haben eine Inventarreihe weniger, wie ihr seht, als normale Kisten. Also hier haben eine Inventarreihe weniger. Aber dafür könnt ihr sie einfach mitnehmen und alles, was darin ist, bleibt erhalten. Das heißt, wir können jetzt zum Beispiel eine Portal Gun reinlegen und das Ding abbauen.
behalten wir die Portal-Gun da drin. Genauso wie wir es auch einfach mit der Pickaxe abbauen. Super, super tolle Sache und sehr, sehr praktisch. Ihr habt aber immer noch den Nachteil, dass ihr das Ding setzen müsst. Deswegen hat es aber noch mehr eine Reihe. Also ihr habt nochmal 9 Items mehr, dafür, dass ihr es eben setzen müsst ab und zu. Die beste Variante meiner Meinung nach und die schönste und einfachste ist natürlich der Satchel. Der hat aber nur eine einzige Inventarreihe. Das ist ziemlich armselig, aber dafür muss man ihn halt nur im Inventar behalten und hin und her switchen zwischen so und so und wieder so und so. Und das geht auf jeden Fall leichter, als eine Box setzen zu müssen und sie dann wieder abbauen zu müssen. Also ist trotzdem der Satchel für mich immer noch die beste Variante. Hätte ich mir im Early Game eigentlich mal bauen müssen, weil da hatte ich ja den Knapsack, also war es noch nicht so wichtig. Für Vanilla würde ich es am besten halten, einfach einen Knapsack sich zu bauen, dann eine Dolly da reinzuschmeißen und eine Diamond Chest und gut ist. Darf ich aber Expert Mode spielen, und mit Vanilla meine ich natürlich Normal Mode, nicht Vanilla Minecraft, da gibt es alles ja gar nicht. Aber im Expert Mode kostet Dolly ja das hier, die blöden Dinger, und die sind extrem teuer. Also ist es im Expert Mode sogar eine ganz gute Variante, am Anfang eine Strongbox sich zu basteln oder eben ein Satchel, wenn ihr das unbedingt wollt. Aber ich glaube, die Strongbox ist dann doch schon eine der besseren Varianten. Gerade weil ihr sie auch einmal aufwenden könnt. Relativ einfach. Könntest du mal bitte echt mal den Mund halten? So, ich habe dich jetzt ausreden gelassen. Könntest du jetzt bitte ruhig sein, erstmal? Sonst muss ich dich echt mal abbauen. Denn ab und zu störst du doch schon ein bisschen. Aber, den einfachen Satchel können wir natürlich noch aufwerten. Das gleiche gilt für die Strongboxen. Die habe ich jetzt nur nicht Lust aufzuwerten. Aber da geht es natürlich auch hoch bis Resonant. Die kostet auch natürlich Enderium und ich denke, im Early Game werdet ihr höchstens so hochkommen, denn Invar könnt ihr mit der Smeltery schon herstellen. Wohingegen Harden Glass, glaube ich, nicht mehr im Expert Mode, ne? Ich glaube, das ging nicht. Das haben sie, glaube ich, disabled. Ja, das haben sie im Expert Mode disabled. In Vanilla kann man das ja auch mit der Smeltery herstellen, aber im Expert Mode nicht. Also, Normal Mode, ich sage mal Vanilla. Gut, aber was wir erstmal machen wollen, ist jetzt also Tin Nuggets und Invar Nuggets nehmen. Und einmal den Knopf hier drücken, damit der Satchel erkannt wird im Inventar und nur noch der Rest draufgelegt wird. Dann haben wir schon mal einen harten Satchel. Der hat eine Inventarreihe mehr, damit haben wir schon mal zwei und sind so hoch wie die Strongbox. Und dann könnt ihr euch vielleicht, wenn ihr ein wenig nachdenkt, überlegen, wie viel Inventarreihen wohl sicherlich ein Reinforced Satchel haben wird. Ich meine, es sind bestimmt 70. Das ist doch logisch, oder nicht? Anhand der Sachen, die wir jetzt wissen. Und bitte stell das auch her, das Zeug, das wäre ganz nett. Machst du das jetzt auch da? Gut, okay, er macht das auch. Jetzt gedacht, dass wieder irgendwas stuck ist. Aber nein, alles wunderbar. Und wir haben jetzt 70 rein. Nein, natürlich genau 3. Wer hätte das gedacht? Und jetzt werten wir das Ding noch einmal auf. Zu einem Resonance-Satch. Und ich hoffe, ich habe überhaupt Enderium. Enderium sage ich Electrum. Aber warum habe ich Electrum-Nuggets? Wofür brauche ich die denn? Wofür habe ich Electrum-Nuggets? Habe ich die im Auto? Natürlich, Redstone Solar Course, ist ja klar. Klar, stimmt. Hätte ich gar nicht mehr daran gedacht. Okay. Aber jedenfalls haben wir jetzt einen Resonance-Satch. Und natürlich 1, 2, 3, 4 rein. Hätte es wiederum gedacht. 1, 2, 3, 4. Bei der Strongbox ist es, glaube ich, ähnlich. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber da müsste es 2, 3, 4, 5 sein. Dann müsste die 5 Reihen haben. Und zum Vergleich: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also, das heißt, jetzt eine Resonance Strongbox hat nicht so viel Speicher wie eine Doppelkiste. Denn Eisenkisten sind so groß wie Doppelkisten. Da bin ich mir jetzt aber gerade nicht sicher. Und ich bin jetzt zu faul, eine zu bauen. Also, schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ich falsch liege. Bin aber der Meinung, es müsste genauso sein. Was ihr aber natürlich machen könnt, wenn euch das zu wenig ist, ist in euer Enchantment Setup gehen und einfach einen Satchel hier reinschmeißen mit Level 30 und ihr solltet im Normalfall eigentlich einen relativ guten Satchel bekommen, wenn ihr nicht gerade extrem viel Pech habt. Und wir haben extrem viel Pech, wir bekommen nämlich nur Holding 3. Wenn ihr aber einen Satchel oder eine Strongbox enchantet, bekommt ihr eben Holding, wie ihr schon seht. Und dann habt ihr relativ schnell relativ viel mehr Inventar. Denn ihr seht, 1, 2, 3, 4 ist das Grundding. 1, 2, 3 Reihen haben wir noch zusätzlich. Das heißt, mit jedem Level Holding bekommen wir noch einmal eine zusätzliche Inventarreihe. Und ich weiß gar nicht, haben wir Holding nicht sogar schon mit Level 4 hier irgendwo drin? Habe ich das nicht irgendwann mal rausgenommen? Nein, habe ich noch nie hergestellt. Okay, dann müssen wir das wohl nochmal tun. Dann müssen wir noch ein, zweimal versuchen. Und ja, natürlich will ich Holding 4. Und normalerweise, ich habe einfach im Stream, habe ich, wie ihr vielleicht, wenn ihr den gesehen habt, habe ich einfach zweimal einen Resonance Satchel hier reingelegt und zweimal Holding 4 und Soulbound 1 bekommen. Und das sind ja die einzigen Enchantments, die man auf so einem Ding haben will. Holding 4 und Soulbound 1. Mehr braucht man ja nicht für sowas. Also, yay. Das ist schon irgendwie ein bisschen, naja. Und dass ich das jetzt nicht bekomme, ist auch schon ein bisschen bitter. Aber, ja. Und wer es noch nicht mitbekommen hat, ja, ich streame inzwischen. Ich habe einen Twitch-Account schon seit Ewigkeiten, aber ich streame auf dem jetzt auch ab und zu mal, wenn ich Bock habe. Es gibt keine feste Schedule. Ich streame, wann ich Bock habe. Ich mache immer ein Video auf YouTube online. Das solltet ihr dann schon gesehen haben, selbst wenn ihr Twitch nicht kennt eigentlich. Und ja,
unregelmäßig, ich weiß, und meistens relativ spät abends, ich weiß, aber ich habe halt meistens nicht früher Zeit, weil ich ja noch diesen ganzen Kram hier aufnehmen muss. Ich muss noch Ark aufnehmen, Minecraft aufnehmen, Factorio aufnehmen, ich muss noch am Auto helfen, damit das endlich fertig ist und ich damit endlich fahren kann. Stimmt, ich bin noch nicht im Aufnahmechannel, ich Vollidiot. Channel switched. Das war nochmal ganz praktisch, nochmal den Aufnahmechannel zu wechseln, hey, aber ihr wisst ja, wie ich bin. Außer wenn ich im Stream bin, dann bin ich sowieso. Ich sollte mir mal angewöhnen, im Stream auch nochmal auf einen privaten Channel zu gehen. Aber das alles war ja nur Zeitgelabere, um den Resident Special zu haben. Da haben wir natürlich jetzt wundern, warum dann zweitens, ich habe diesen Teil da auf dem schon mal komplett so bis dahin durchgehört. Und da habe ich gedacht, komm, kannst du aber doch mal einen Resident Special machen. Ich habe das noch nicht schön gemacht, fand ich. Ich mochte das nicht, wie ich das gemacht habe. Also, perfekt, Holding 4 und Soulbound 1. Das heißt, was wir jetzt nochmal machen, ist den nochmal disenchanten, damit wir Holding 4 haben und jederzeit auf etwas anderes raufhauen können. Auch wenn das, wie gesagt, ja schon perfekt ist. Ich werde einfach nochmal versuchen, den zu enchanten, nochmal das perfekte Enchantment zu bekommen. Wenn ich es dann bekomme, dann lasse ich es so. Und wenn nicht, dann disenchante ich ihn dann nochmal und hole das Holding 4 von hier runter. Also, beides ist egal. Gut, das heißt, das mache ich mal ganz kurz auf Camera und dann enchanten wir den und dann machen wir den nächsten Punkt unserer To-Do-Liste. Und ich hatte Glück. Ich habe direkt wieder Holding 4 und Soulbound 1 auch noch in der richtigen Reihenfolge bekommen. Yay! Everybody rejoice! Und ich bin jetzt zuvor, mein Soundboard zu benutzen, um den Yay-Stand abzuspielen. Also, wir können einen Haken hinter Resonant Back machen. Außerdem habe ich gerade Unnatural Hunger bekommen. Unnatural Hunger 4, um genau zu sein. Einfach nur als Warp-Effekt von Thorncraft. Und ihr seht schon, wenn ich was esse, das bringt nicht wirklich viel. Your hunger cannot be satisfied with normal food. Und mein Hunger geht ziemlich schnell runter, selbst wenn ich mich nicht bewege. Ihr seht es an der schwarzen Leiste, die mir anzeigt, wie schnell mein Hunger runtergeht. Wenn ich mich bewege, geht es natürlich noch schneller, ist ja klar. Aber was wir machen müssen, ist natürlich, wir müssen Rotten Flesh essen. Und mit jedem Mal Rotten Flesh, was wir essen, wird unser Unnatural Hunger niedriger. Dafür bekommen wir natürlich noch normalen Hunger. Das heißt, wir müssen jetzt noch ein bisschen laufen, damit wir noch normalen Hunger wieder bekommen. Und dann, hey, haben wir Unnatural Hunger los. Yay! Das wollte ich nochmal gerade on camera zeigen, einfach falls ihr das auch mal habt und nicht wisst, wie ihr das bekämpfen könnt. Also, was gucken wir uns als nächstes an? Ich würde sagen, Speed Upgrades fürs ME, also fürs AE. Das wäre nochmal ganz cool, wenn ich das mal ganz kurz machen könnte. Da mache ich den Haken erst hin, wenn ich fertig bin damit. Böses RSG. Ganz böses RSG. Immer erst, wenn man fertig ist. Und einige Vorbereitungen später brauchen wir nur noch ein paar Advanced Cards zu craften, 16 Stück um genau zu sein, und sie dann mit 15 Fluix Crystals zu kombinieren. Dabei ist es vollkommen egal, ob wir Pure oder Normal nehmen, aber ich habe nur Pure, also bin ich zu faul, jetzt die normalen herzustellen bzw. herstellen zu lassen. Und damit haben wir 15 Acceleration Cards. Und diese Acceleration Cards können wir jetzt hier reinschmeißen, Entschuldigung, und wenn wir die alle reingeschmissen haben wir damit eine wesentlich einfachere und schnellere Möglichkeit, die Circuits herzustellen. Gut, einfacher ist jetzt ein falsches Wort, aber auf jeden Fall eine wesentlich schnellere Methode. Denn, wenn ich jetzt irgendein Circuit bestelle, dann laufen die wesentlich schneller durch. Und ich mache das mal gerade als Test, einfach nur so. Nehme ich einfach mal ein bisschen, keine Ahnung, Gold, und das werden wir bei denen am meisten gebrauchen, und zeige euch einfach mal nur den Unterschied zwischen den verschiedenen Speed-Upgrade-Mengen. So haben wir 0 Speed-Upgrades drin, und das dauert einfach nur ewig, bis wir mal ein Ding gepresst haben. Ihr seht das schon, es dauert einfach gefühlt 3 Milliarden Jahre, bis es gepresst ist und wir das Ding bekommen. Schmeißen wir ein Speed-Upgrade rein, ist natürlich schon ein wenig schneller. Klar, ist logisch, und das ist schon ein ziemlich gutes bisschen schneller. Dann noch ein gutes Stückchen schneller. Naja, nicht mehr so signifikant. Und mit dem letzten Upgrade geht es dann halt sehr, sehr schnell im Vergleich. Aber das erste Upgrade bringt da meist prozentual, die anderen beiden sind noch ein bisschen. Aber naja, 3 sind besser als 1, also trotzdem einfach 3. Denn wir haben es ja. Es kostet nicht so viele Ressourcen. Also, das war noch ein weiterer Punkt, den ich jetzt auf meiner Liste streichen kann und den ich ewig schon mal machen wollte. Das nächste, worum ich mich gerne kümmern möchte, sind die Ender Amethyst Tools. Denn ich habe etwas rausgefunden, BZW, mir wurde etwas gesagt, BZW vor Augen gehalten durch andere Personen, die auf meinem Server mit dem Stream mitspielen, auf dem Server. Und zwar, Kobalt hat einen Mining Speed von 14. Das ist schon ziemlich gut. Ich wollte jetzt ein Schimpfwort dazu sagen. Das ist schon scheiße gut. Denn wir wissen ja alle, gut, besser, am besten, scheiße gut. Ist die höchste Formel, das ist der Ultralativ. Wissen wir ja alle. Und jedenfalls gibt es aber etwas Schnelleres als Kobalt. In Vanilla Tinkers Construct ist es zwar das Schnellste,
Aber wenn wir extra TSC haben, haben wir noch Ender Amethyst. Und das hat einen Mining Speed von 15. Außerdem haben wir noch, und das ist sogar Vanilla, Electrum. Das hat einen Mining Speed von 17. Dafür hat eine Durability von 90. Heißt aber nicht, dass wir es nicht benutzen können. Fangen wir bei der Spitzhacke an. Und dafür habe ich schon ein paar Sachen hier vorbereitet, wie ihr mal wieder seht. Denn ich bin ja immer so gut vorbereitet und ihr kennt mich ja nicht anders als vorbereitet. Außerdem kann ich da mal die Spitzhacke wegschmeißen. Und wir machen uns als allererstes eine neue Spitzhacke, denn Spitzhacke, finde ich, ist das Wichtigste. Und die ist auch relativ einfach. Wir brauchen nämlich einfach nur ein Thaumium, Thaumium Shard. Wunderbar, haben wir schon mal die Tool Rod. Und ich glaube, ich habe noch irgendwo eine Thaumium Shard liegen, ne? Ich glaube, die hätte ich noch verbrauchen können. Da habe ich die noch irgendwo liegen. Habe ich den zwischen den Müll geschmissen? Ich kann die jetzt einfach in den Müll schmeißen. Ich weiß nicht, ob wir noch irgendwo eine haben, aber ich schmeiße jetzt in den Müll. Who the hell cares? Dann brauchen wir eins von den Dingen plus unseren Pickaxe-Head. Und dann haben wir ein Ender-Amethyst-Pickaxe-Head. Und jetzt brauchen wir natürlich noch wieder ein Papier. Haben wir überhaupt Papier? Haben wir Papier? Paper? Ja, wir haben Papier. Ich brauche nochmal ein bisschen. Ach komm, gib mir einfach ein bisschen was. Egal. Wir haben ja genug. Und dann mit einem Papier können wir uns jetzt ein Binding herstellen. Und dann machen wir uns daraus unsere neue Superpick. Heißt, einmal so, einmal so, einmal so. Und die sieht wesentlich hässlicher aus als unsere alte, finde ich. Ich mag Kobalt vom Farbton wesentlich lieber. Aber das hier ist die Superpick 2.0. Denn sie ist nochmal schneller. Sie hat Mining Speed von 15 als Basis und nicht 14. Außerdem gibt es noch eine weitere Sache, die ich an dieser Spitzhacke anders machen möchte. Und zwar kommt dort kein Moos drauf, sondern direkt ein Capacitor. Und da wir 2000 Durability haben, muss ich gerade mal kurz gucken. Ich glaube, der nächste Capacitor hat 4000, das heißt, es funktioniert nicht, ne? 4 Millionen meine ich. Ja, der würde 4000 bauen. Das heißt, wir müssen trotzdem noch einen harten Flux-Capacitor nehmen. Aber das ist ja nicht so schlimm. Wir nehmen einfach einmal hier den Letdown und werten ihn auf zu einem Hardened. Most likely done. Schmeißen das mal alles rein, weil ich da, glaube ich, die meisten Sachen von brauche. Und schwupps, haben wir einen Harden Capacitor. Und ich mache nochmal gerade einen zweiten, den werden wir auf jeden Fall auch noch aufgewertet brauchen. Dann nehmen wir uns unsere Superpick und packen dort den Capacitor drauf. Und zwar nicht im Partbuilder, das ergibt nicht wirklich viel Sinn. Und machen sie direkt auf Flux. Denn wir werden gar kein Moos mehr brauchen. Wir sind ja so weit, dass wir jetzt einen Charger haben, der uns immer automatisch alles aufladen kann. Deswegen werde ich jetzt gar nicht erst Moos aufwerten, denn wir werden niemals out of energy sein. Und wenn doch, teleportieren wir uns kurz nach Hause oder besorgen uns irgendwie anders Energie. Denn, ja, das ist wesentlich einfach. Oder wir haben nur genug, um zu reparieren. Aber ja. Dann kommt natürlich noch wieder Lapis und Redstone drauf. Damit noch mehr Redstone. Und natürlich auch wieder das Übliche. Nämlich, natürlich, die muss ich gerade mal wieder hier rausholen, die üblichen Upgrades für unsere Modifier. Also so und so für einen Modifier und so für den zweiten Modifier. Und dann, wie gesagt, noch Lapis und Speed. Das mache ich jetzt einmal kurz mal auf Camera. Und natürlich meinte ich nicht Luck, sondern natürlich Silk Touch, denn Silk Touch ist wesentlich sinnvoller im Bereich einer Spitzhacke. Und ihr seht, wir haben jetzt einen Mining Speed von exakt 42. Das heißt, wir haben mal wieder bewiesen, dass die Antwort 42 ist. Und wir einen Mining Speed von 42 haben, der wahrscheinlich so schnell ist, dass ich gar nicht weiß, wohin damit. Ich will einfach mal was anderes ausprobieren. Gut, wir können also mit unserer Spitzhacke gerade Obsidian abbauen, wie man, ich glaube, mit der Holzspitzhacke stand oder mit der Steinspitzhacke stand. Ich würde jetzt sogar sagen, Steinspitzhacke. Ich würde jetzt tippen, das ist ungefähr von der Geschwindigkeit, wie mit einer Steinspitzhacke Stein abzubauen. Rein vom Gefühl her. Fühlt sich das an, wie mit einer Steinspitzhacke Stein abzubauen. Und das machen wir gerade mit Obsidian. Ich meine, ich weiß, es gibt Besseres. Und, na, ist es Stein? Das könnte eher noch Holz sein, oder? Vielleicht so ein Ding zwischen Holz und Stein, wenn es da noch ein Mining Speed zwischen gibt. Wenn das eine vielleicht 2 und das andere 3 oder 4 hat. Keine Ahnung. Auf jeden Fall aber alter Schwede. Da sieht man aber wieder, wie extrem overpowered das ist. Und das ist noch nicht mal das Schnellste, was wir schaffen können, diesen Pack. Natürlich nicht. Und wir haben noch nicht mal den Nether Star drauf. Wir können also noch mehr als 42. Aber das will ich gar nicht. Ich möchte jetzt exakt 42 haben. Wenn ich das schon kann, warum nicht exakt auch bei 42 bleiben? Dann, aber das nächste, was wir haben wollen, wo es noch wesentlich mehr bringen wird, ist natürlich beim Hammer. Denn den Hammer wollen wir natürlich auch nochmal umbauen. Und zwar natürlich mit einer Thaumium Tathrod. Was soll ich auch sonst nehmen? Und dann aber natürlich mit einem Ender Amethyst Hammer Head. Aber selbst das ist noch nicht genug, denn 15 Mining Speed ist ja immer noch lasch. Wir wollen noch mehr. Und um noch mehr Mining Speed zu bekommen, können wir uns jetzt natürlich
Electrum gönnen. Und davon sollte ich eigentlich inzwischen 16 Stück hier drin geschmolzen haben. Perfekt. Und dann brauche ich jetzt nur noch einmal eine Large Plate. Und einmal Schwupps. Dann machen wir uns jetzt einfach mal zwei Electrum Plates. Und die machen wir dann auch noch auf den Hammer. Und so hässlich das jetzt aussehen wird, und ich kann mir vorstellen, dass es wirklich hässlich aussehen wird, so machen wir doch unseren Hammer exakt so. Mit diesem hässlichen rosa Innenteil und den dazu überhaupt nicht passenden gelben Electrum Plates. Aber hey, das ist unser Ultimate Hammer 2.0. Ich achte ja nie auf Aussehen. Ihr kennt es ja. Wenn ich die Wahl habe, um auf Produktivität oder auf Aussehen zu achten oder auf Effizienz oder Aussehen, dann wisst ihr, ich nehme immer Effizienz. Und außerdem packen wir da jetzt sowieso was drauf, damit es nicht mehr so hässlich aussieht. Und zwar ein Capacitor. Wie viel? Perfekt. Wir haben genug Durability. Das habe ich mich gehofft. Und das heißt, wir können einmal so machen und schwupps den nochmal aufwerten, wenn wir den nochmal einen Diamanten bitte haben. Perfekt. Der Rest kann weg. Brauchen wir nicht. Das kann auch nochmal weg. Und dann können wir den auf den Hammer als allererstes draufschmeißen. Denn natürlich ist Flux immer das erste Upgrade, was draufkommt. Dann kommt das Lapis, in diesem Fall natürlich auch wirklich. Und zuletzt natürlich noch wieder Redstone. Und beinahe hätte ich es vergessen, natürlich noch vorher einmal Modifier und einmal Modifier. Ist ja klar. Und dieses Ding hat jetzt einen Mining Speed von 18,53. Eine wunderschöne Zahl für einen Hammer. Und jetzt schauen wir doch mal, wie schnell das ist. Ich meine, 42 ist bei Obsidian wie Stein. Das dauert ein bisschen länger, aber dafür kriegen wir gleich 9 auf einmal. Ich glaube, da kommt nicht einmal die Spitzhacke hinterher. Das Einzige, wo die Spitzhacke auf jeden Fall schon da sein müsste, ist, wenn wir jetzt Stein irgendwo hinbauen. Denn ich glaube, bei Stein ist unsere Spitzhacke schon seit langem instant. Und ich glaube, das sollte auch bei Cobblestone inzwischen schon lange der Fall sein. Wenn wir einfach mal Cobblestone hinsetzen, sollte unsere Spitzhacke, ja, auch Cobblestone einfach mit One-Shots abbauen. Und ich bin der Meinung, dass man das in Vanilla nicht hinbekommt. Ich glaube, in Vanilla schafft man One-Shot Stein, aber Cobblestone halt nicht. Und wow, wir bekommen sogar Cobblestone so schnell abgebaut mit dem Hammer, dass wir nicht immer lange draufhalten müssen. Also, so soll das sein. Das ist cool. So möchte ich das haben. Und damit haben wir Ender Amethyst Tools abgehakt. Das nächste, was auf meiner Liste steht, ist auf jeden Fall noch ein Crossbow mit entsprechenden Bolzen. Denn, mein Bogen ist nicht gut genug. Der macht nicht genug Schaden. Und außerdem zu langsam und keine Ahnung. Ich möchte was anderes. Ich habe jetzt schon so viel Stuff in Tinker's Construct gemacht, da möchte ich nochmal einen vernünftigen Bogen haben. Also möchte ich mir gerne einen Crossbow bauen. Und dafür habe ich auch schon ein wenig was rausgesucht. Beziehungsweise weiß ich auch schon eine Menge. Ich habe was gehört von einem anderen Material, was auch noch ganz gut sein soll. Aber ich bin immer noch ein Fan von Pink Slime und deswegen werden wir auch Pink Slime verwenden. Das heißt, was ich jetzt erstmal brauche, ist ein Crossbow Limb und ich glaube, den habe ich noch nicht mal. Das heißt, wir brauchen erstmal ein Pattern. Haben wir überhaupt Patterns? Ich glaube, das ist so basic, dass man das nicht mehr hat, ne? Blank Patterns, genau. Most likely, dann gibt man nochmal eins. Die Dinger sind extrem teuer wieder geworden. Gerade für Early Game. So, wir brauchen als allererstes ein Crossbow Limb. Das Crossbow Limb braucht, 4 Material Cost. Okay, dann brauchen wir nochmal ein bisschen mehr Pink Slime Crystals, denn natürlich müssen es Pink Slime Crystals sein, die anderen bringen nichts. Und dann brauchen wir außerdem einen Crossbow Body. Und ich glaube, den habe ich auch noch nicht, ne? Nö, okay, dann brauchen wir nochmal ein Pattern mehr. Bitte. Und dann können wir hoffentlich auch nochmal was herstellen. Ey, komm, gib her. Ist doch noch so ewig, bis das Holz da ist. Aber dann brauchen wir noch einen Crossbow Body. Und der hat Material Cost von 5. Und jetzt könnt ihr euch auch denken, warum ich die 5 hier reingelegt habe. Nämlich kommt natürlich der Crossbow Body wieder aus Thaumium. Was auch sonst. Thaumium ist einfach das beste Material für sowas. Dann wieder einmal hier, den aus Pink Slime. Und dann brauchen wir noch ein Tough Binding. Das kommt natürlich aus Papier. Und jetzt haben wir noch eine Möglichkeit, eine letzte Sache zu verändern. Und zwar den sogenannten Bowstring. Und dafür brauchen wir natürlich auch noch wieder das hier. Und zwar können wir 3 verschiedene Varianten eines Bowstrings wählen, wenn wir mal Bowstring eingeben. Und zwar den normalen Bowstring, den Enchanted Bowstring und den Fiery Bowstring. Und ich werde den Fiery Bowstring nehmen, einfach weil, ihr wisst schon, der macht am meisten Damage. Ist am effizientesten. Tatsächlich ist der Enchanted Bowstring auch nicht schlecht, denn der hat noch den Vorteil, dass er, glaube ich, sogar auch noch Modifier mehr gibt. Also so wie Thaumium halt auch. Nur brauchen wir den Modifier mehr nicht, weil wir halt Paper und Thaumium auch noch dazu haben. Und da Paper hier keinen Unterschied macht und Thaumium da sogar was Gutes ist, kann uns das ziemlich egal sein. Dementsprechend nehme ich lieber Fiery, damit wir ein bisschen mehr Damage bekommen. Also
brauche ich einmal ein paar von den Nether Strings. String. Genau, Flame Strings. Wie viel ist das Material Cost? 3. Okay, dann machen wir mal 3. Vielleicht müssen es noch mehr sein. Aber ich denke, die 3 sind da schon korrekt. Heißt einmal bitte Bowstring. Einmal in den Pattern Maker, also in den Part Builder vielmehr. Und dann den Bowstring haben. Perfekt. Und du einmal sortieren. Ich wollte nicht das ganze Inventar sortieren, aber egal. Und damit sollten wir uns jetzt unseren Crossbow zusammenbasteln können. Pinkslime Crossbow Limb, Tough Binding, Thaumium Crossbow Body und Fairy Bowstring. Und das ist mein. Oh Gott, wie hieß das Ding nochmal? Das ist schon so ewig, dass ich das Ding umbenannt habe. Epic? Ich glaube, Epic habe ich den genannt, ne? Epic Crossbow? Ich glaube, das war der Punkt, wie ich den genannt habe. Perfekt. Und natürlich kriegt auch der wieder Upgrades. Der braucht gar nicht so viele Upgrades, aber ja, da kommen natürlich auch mal wieder Upgrades drauf. Und zwar natürlich wieder Modifier, ist ja klar. Aber dann natürlich auch noch gleich Flux und Speed. Das mache ich aber alles wieder off-camera. Und schwupps, habe ich einen voll aufgewerteten Crossbow mit Flux. 450 Lapis, denn ja, das, soweit ich weiß, funktioniert. Und zuletzt 190 Redstone, um den Drawspeed auf 0,25 Sekunden runterzubringen, was der geringste Drawspeed ist, den ihr haben könnt, wie ihr schon seht. Ich habe noch 190 von 200, ich habe sogar noch Modifier frei und ich kann kotzen, trotzdem kein Redstone mehr. Ja, ich kann kotzen, genau. Ich kann trotzdem kein Redstone mehr draufpacken, weil eben 0,25 der minimale Drawspeed ist. Aber um jetzt mit diesem Crossbow überhaupt irgendwas verschießen zu können, brauchen wir noch Bolzen. Denn normale Pfeile sind natürlich für einen Crossbow viel zu schwach. Jeder, der schon einmal in Real Life einen Crossbow gesehen hat, weiß, dass das nicht so wirklich funktioniert, einen echten, normalen Standardpfeil in einen Crossbow zu legen. Für einen Crossbow braucht man stattdessen Bolzen. Und dafür, wiederum, habe ich mir eine Thaumium Tool Rod gesucht, beziehungsweise mal eben wieder gemacht. Jetzt muss ich natürlich davon noch mein eigenes Thaumium verschwenden und wieder den Rest wegschmeißen, aber hey. Und ich habe einen Ingot Shiny geschmolzen. Und jetzt schmeißen wir die Tool Rod hier rein und übergießen sie mit Shiny, was eigentlich funktionieren sollte, aber anscheinend es nicht tut, was ich ein bisschen blöd finde. Denn eigentlich müsste das funktionieren, und wenn das nicht funktioniert, müssen wir ein anderes Material verwenden oder mal versuchen, ob es mit dem anderen Material geht, und ansonsten müssen wir was ganz anderes nehmen. Das kann ja auch gar nicht funktionieren, denn es liegt gar nicht daran, dass ich einen Thaumium Tool Rod versuche zu verwenden, sondern daran, dass ich versuche, Shiny zu verwenden. Das funktioniert nicht. Was ich jetzt nochmal probieren möchte, ist Constantin. Und das funktioniert sogar! Wie geil ist das denn? Das ist ja richtig gut. Denn, ihr wisst ja sicherlich, Shiny, wenn wir mal nach Sword Blade suchen, ist Shiny ein Material, das 2,5 Harz macht. Und wir hatten, glaube ich, auch schon nebenbei erwähnt, und falls nicht, dann erwähne ich das jetzt auch nochmal, dass natürlich auch Ender Amethyst, oder Amethyst, je nachdem man es aussprechen möchte, natürlich auch noch eine Base Damage von 2,5 Hearts besitzt. Das heißt also, Shiny mit 2,5 Hearts und Ender Amethyst, ich zeige das jetzt aber mal hier, weil es mir gerade da auffällt, mit 2,5 Hearts sind einfach die besten Materialien. Und dann habe ich herausgefunden, Constantin hat auch 2,5 Hearts Damage. Ich habe keine Ahnung warum, ich habe keine Ahnung wieso, aber ich freue mich. Denn, sonst hätte ich Manual nehmen müssen. Denn Shiny, habt ihr ja gerade gesehen, funktioniert nicht, aus mir nicht erfindlichen Gründen. Shiny geht nicht. Und da Shiny nicht geht, habe ich eine Variante der 2,5 Harzen nicht. Ender Amethyst können wir nicht schmelzen in der Smeltery, deswegen funktioniert das auch nicht, denn wir müssen in der Smeltery das ja da drauf casten. Das heißt, ich muss ein Metall haben, das 2,5 Harz Damage macht, und da Shiny nicht funktioniert, blieb mir eigentlich nur noch Manual, was nur noch 2 Harz Damage macht, da. Aber dann habe ich auch gefunden, dass kein Zündung 2,5 macht. Und deswegen, yay! Deswegen habe ich mich gerade so gefreut. Ich finde es so geil. Und falls ihr euch wiederum wundert, Constantin ist einfach nur Kupfer und Nickel zusammen in, in der, nicht Smeltery, sondern, ich muss es mal ganz kurz, so, nicht Smeltery, denn in der Smeltery funktioniert das nicht. Und zwar müsst ihr das natürlich in einen Induction Smelter packen. Dann funktioniert es einwandfrei. Einmal schwupps und ihr habt Constantin. Und Manilin ist natürlich, wie sicherlich die meisten sowieso von euch wissen, einfach nur einmal Kupfer, nicht Kupfer, was laber ich? Einfach nur einmal Ardite und Kobalt. Deswegen kam ich gerade auf Kupfer, weil Copper und da. Also einmal Ardite und Kobalt. Da, die beiden einmal zusammen. Und das aber, kann alles jetzt wieder weg. Oh, wir haben sogar noch Manilin gehabt, aus irgendeinem Grund.
Egal. Auf jeden Fall haben wir jetzt ein Thormium Constantin Bolt. Bolt natürlich. Den spricht man natürlich Bolt, nicht Bolt. Und dieses Ding ist wohl der beste Bolzen, den wir uns so herstellen können. Sehe ich das richtig? Das könnte ganz gut hinkommen, denn Thormium, dadurch habe ich einen Modifier mehr und dann Constantin mit 2,5 Damage. Das ist eigentlich ganz schick. Nun fehlt nur noch eine letzte Sache, damit das Ding auch tatsächlich ein Bolzen wird, den wir benutzen können. Und zwar ein Fletching. Und wie ihr am Fletching seht, gibt es nicht gerade viele. Feather, Slime Crystal, Slimy Leaves oder Oak Leaves. Und ich habe schon nachgeguckt, das Einzige, was sich wirklich lohnt, sind Slime Leaves. Denn die sind einfach das Beste wiederum. Denn wenn wir nach Fletching suchen, sehen wir hier, Feather hat einfache Durability 5%, bla bla bla. Ihr könnt euch das jetzt selber angucken. Leaf hat das, Slime hat das, Blue Slime hat das gleiche und Slime Leaf hat das. Das heißt, Slime Leaf ist eindeutig das Beste, denn es ist die beste Kombination aus allen vorherigen. Und deswegen nehmen wir natürlich Slime Leaf. Und das heißt, wir gucken hier mal kurz rein. Hier haben wir uns unsere Shears. Und klauen uns einfach mal so gleich so ein paar Slime Leaves, wenn wir so ein paar gleich mitnehmen können. Wunderbar. Und rein damit wieder zurück in den Rucksack. Einmal kurz von Hand abbauen. Schwupp und den ganzen Kram wegschmeißen. Wunderbar. Davon brauchen wir, glaube ich, nur eins. Der Rest kann auch wieder weg. Gut, okay. Ich werde die wahrscheinlich jetzt sowieso in der Default-Kiste wiederfinden. Genau. Das heißt, jetzt kommen die erstmal in die Blocks-Kiste. Oder eigentlich in die... gut, da sind auch Leaves drin. Ich packe Leaves mal sowieso hier oben mit in die Naturalien-Kiste. Also in die Kiste. Ich glaube, das passt sowieso besser. Oh Gott. Wir haben ganz schön viele Burning Blossoms. Ich schmeiß mal davon ein paar weg. Die kommen einfach hier in die Trashcan. 1, 2, 3. Perfekt. Das heißt, jetzt brauchen wir eins von den Slime Leaves. Bitte. Jetzt wird das natürlich mit dem Ball weggeworfen. Schwupps. Und dann nehmen wir uns unser Fletching. Und machen das noch da dran. Den wir mal kurz sortiert haben. Und schauen uns Bolzen an. Okay, da. Ich meine, schwer ist es jetzt nicht, aber ich mach's trotzdem. Und dann haben wir unsere Epic Bolts, denn ich bin wirklich zu faul, die auch noch umzubenennen. Und dann haben wir jetzt 119 einzelne Bolzen, die jeweils ein Hart Grunddamage machen und eine Wave von 6,3 haben Accuracy und bla bla bla. Und jetzt haben wir drei Modifier auf denen, weil wir Thormium haben und Bolzen per Default, warum auch immer, nur zwei Modifier haben. Heißt also, per Default haben Bolzen nur zwei und dadurch, dass wir Thormium benutzen, haben wir drei. Dann machen wir uns jetzt vier und damit noch fünf. Und es gibt zwei Möglichkeiten, die Dinger zu benutzen. Ich bin hart am Überlegen. Ihr könnt natürlich auf die Dinger keinen Flux drauf machen. Das würde wirklich keinen Sinn ergeben. Bin ich zumindest der Meinung. Ich glaube, man kann da keinen Flux drauf machen. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Wäre ja auch zu schön gewesen, wenn das tatsächlich funktioniert hätte. Aber naja. Wir nehmen also stattdessen lieber einfach Moos. Und na toll, jetzt ist der voll. Komm. Who the hell cares? Brauchen wir sowieso nie wieder. Und wenn doch, dann brauchen wir einen leeren. Also, das heißt, wir brauchen jetzt einen Ball of Moss und Schade. Das mache ich also mal kurz auf Camera. Und schwupps, haben wir voll aufgehörte Bolzen mit Moos und Quarz. Und die Bolzen lassen wir jetzt auch einfach mit in unserem Inventar, so wie das Mana-Tablet und den Volume-Drop-Filter auch. Und hoffen, dass wir sie niemals verlieren. Yay! Und wenn wir jetzt schießen wollen, können wir das ganz einfach tun. Das heißt, wir haben unsere 119 Bolzen. Einmal rechts klicken und wir legen einen ein. Wir haben einen weniger, 118. Mit jedem Schuss, den wir machen, wird es ein Bolzen weniger und irgendwann haben wir keine Bolzen mehr. Aber da wir halt Auto-Repair drauf haben, generieren wir einfach automatisch neue Bolzen. Aber natürlich können wir auch einfach die alten Bolzen aufnehmen. Und wenn wir mit Vollgas schießen und es nicht so extrem laggen würde, würde das in etwa so aussehen. Wieder alle aufnehmen und wir haben alle wieder da. Natürlich haben sie eine Chance zu brechen, nämlich 5,75% oder so, dann bekommen wir keinen wieder. Aber da wir dann noch Auto-Repair drauf haben, ist das jetzt nicht so schlimm. Deswegen habe ich da immer Auto-Repair drauf, dann läuft das eigentlich alles automatisch. Super, das heißt, wir haben jetzt einen geilen, epischen Crossbow, der uns extrem viel Damage machen lässt. Ich weiß gar nicht, wie viel. Habe ich kurz mal, nochmal, ich habe die immer doch drin, ne? Den glaube ich noch nicht gebaut, oder? Ja, den soll ich euch vielleicht auch mal zeigen, ne? Wenn wir jetzt schon in der Miscellaneous Junk Folge sind. Und zwar brauchen wir natürlich einmal ein MMMM-Test-Dummy, um zu gucken, wie viel Damage unser Kram macht. Denn während beim Schwert dran steht, wie viel Damage das macht, steht das beim Bogen natürlich nicht spezifisch dran. Es steht zwar die Attack drauf mit 22 Hearts, aber wir wissen nicht, wie viel das mit den Bolts kombiniert ist. Also mit den Bolts. Ich sage immer Bolts wegen Bolzen und dann komme ich durcheinander. Aber ja. Das müssen wir natürlich noch wissen und deswegen machen wir uns das erstmal einen Test-Dummy. Einmal ganz kurz. Und den stellen wir irgendwo hin. Es ist vollkommen egal, wohin. Und trotzdem kann ich mich nicht entscheiden, weil ich ein nicht entscheidender Typ bin. So. Oder einer, der sich nicht entscheiden kann, vielmehr.
Ich bin ja sehr entscheidend, ich mache ja wichtige Sachen. Nein, keine Ahnung. Wir stellen ihn einfach erstmal hier mit hin. Also hier so bei dem Typen. Also vielleicht. Okay, vielleicht nicht unbedingt hier. Aha, Entscheidung. Einfach hier, komm. Ist ja erstmal egal. So, und dann können wir jetzt mit dem Schwert zum Beispiel draufhauen. Dann sehen wir, unser Schwert macht 12,5 Herzen. Denn ich glaube, das müsste ein Herz. Ja, müsste es. Denn ihr seht schon hier 25 Attack Damage. Und dann seht ihr außerdem, wenn ihr lange genug draufgehauen habt, könnt ihr auch eure DPS sehen. Und wir machen das einfach mal so richtig, wie man es auch macht. Und dann seht ihr auch eine vernünftige DPS. 33,33 DPS macht das Ding jetzt hier. Im Vergleich, die Spitzhacke macht fast gar nichts wahrscheinlich. Genau, 2 DPS. Wow. Nun aber möchte ich natürlich noch wissen, was erstens mein Hammer mal macht. Denn der müsste auch ein bisschen mehr Damage machen, weil er ja auch ein ziemlich gutes Ding ist. Warum macht er nicht so wenig? Ach, wahrscheinlich wegen Electrum. Ja, Electrum macht nur ein Hart. Zwar macht Enderman ist 2,5, aber Electrum macht nur eins. Naja, egal. Und jetzt gucken wir, wie viel unser Crossbow macht. Also immer noch schneller, den hier zu benutzen, ne? Ja, immer noch wesentlich besser, einen Cutlass zu benutzen, weil der immer noch wesentlich mehr Schaden macht mit ein bisschen Skills. Natürlich, das sind reine Skills. Weil? Doch, ich brauchte für dich mal ein Makro. Ihr seht es gerade. Das war gerade ohne Makro. Ich weiß nicht, ob ihr die Klicks gehört habt, das war gerade ohne Makro. Normalerweise mache ich einfach immer Makro-Taste, weil ich zu faul bin zu klicken, aber hey, ich bin mit Klicken genauso schnell. Also gut, wenn ich denn wirklich es versuche. Okay, aber ja. Jetzt haben wir auch eine Vorstellung, wie schnell unser Crossbow schießt. Und eine letzte Sache möchte ich auch noch machen, bevor wir dann die Folge beenden. Und zwar möchte ich doch einfach schon ein wenig Dark Steel mehr bestellen. Von irgendwo. Dark Steel. Keine Ahnung, 10 werden wohl nicht reichen. Nochmal 10. Was einfach ein bisschen. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie viel wir brauchen. Und dann möchte ich nämlich noch was reparieren. Der Grund übrigens, warum wir die Bolzen im Inventar haben und Moos dann reicht. Ja, wir haben das ja auch auf Schwert, beim Schwert reicht es auch. Und wir brauchen ja nicht so häufig die Bolzen. Deswegen wird es wohl, denke ich, reichen, wenn wir selber im Inventar behalten, so wie das Schwert auch. Deswegen wechsle ich auch so selten auf den Nebenbereich. Der Nebenbereich sollte nur mit Flachs sein. Und hier, das ist ja unsere Hauptleiste und da haben wir das Schwert immer. Deswegen kannst du das selbst reparieren. Und das gleiche gilt dann jetzt eben für die Bolzen. Du möchtest die nicht in der Holdbar haben, denn die brauchen wir nicht in der Holdbar. So, übrigens könnt ihr auch mehrere Bolzen gleichzeitig haben, dann wird euch angezeigt, welche ihr benutzen wird. Aber ja, und das könnt ihr auch irgendwie kontrollieren, aber da bin ich jetzt zu faul, da mehr rumzuprobieren. Was wir nicht mal machen müssen, ist unsere Rüstung nochmal schnell ein bisschen reparieren, denn die ist nicht mehr so wirklich gut. Also sollten wir einfach mal ganz kurz versuchen, die vielleicht zu reparieren. Okay, vielleicht sollte ich mir angewöhnen, einfach die richtig zu reparieren, nicht so, wie ich es jetzt gerade tue. Und zwar einfach die richtige Menge reinpacken, dann immer weniger rausnehmen, bis es funktioniert. Also das heißt, voll rein und rausnehmen, bis es funktioniert. Siehste, das ist nämlich die beste Methode, die ich mir so denken kann. Denn dadurch stellen wir sicher, dass auf jeden Fall ich nicht zu wenig nehme. Perfekt. Schwupps, haben wir wieder eine voll aufgerüstete Dark-Rüstung, bzw. eine voll reparierte. Und schwupps, super, damit können wir die Folge beenden. Also, wir haben eine Menge geschafft. Wir haben jetzt auch noch unseren Crossbow. Wir haben leider nicht alles geschafft. Ich wollte noch ein bisschen mehr eigentlich schaffen. Hauptsächlich wollte ich auch nochmal Void Jars basteln, aber das müssen wir dann halt auch irgendwann anders. Vielleicht mit der Void Metal Automation zusammen oder so. Und vielleicht, wenn wir den Wand machen. Also müssen wir uns ein bisschen mit Thorncliff beschäftigen. Aber ich finde, erstmal machen wir den Conjuration Catalyst. Denn das gehört ja sozusagen auch noch mit zu Thorncraft. Rede vernünftig, ASG. Also, dann hoffe ich, euch hat das Folge einigermaßen gefallen. Und wenn ja, benutzt gerne den ganzen Stuff on screen. Und ansonsten da auch den ganzen Stuff, der hier unten ist. Diesen Like-Button und diese komische Glocke und diesen ganzen Schwachsinn. Und vor allem den roten Button, wenn ihr das noch nicht getan habt. Das wäre ganz cool. Und ansonsten, wie gesagt, machen wir in der nächsten Folge, wo der Conjuration Catalyst. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und bis zur nächsten Folge. Tschüss!